Hallo, schön, dass du da bist. Schau, ich habe hier einen Zapfen, den möchte ich ein bisschen ausdekorieren, weil der hat ein bisschen Schaden gelitten, der ist ein bisschen ramponiert. Und wir wollen den schön weihnachtlich schmücken. Ich habe grün mitgebracht und zwar schönes, kurzes, haltbares, was nicht abfällt. Den schneide ich mal ein bisschen klein hier. Nur so diese ganz kleinen Stückchen. Wir brauchen minimal für diesen Zapfen. Es ist immer super, dass ich meine Schere repariert habe, stimmt's? Weil jetzt schneidet die wie eins. So, alles, was du nicht brauchst, fliegt runter vom Tisch. Da habe ich eine Mülleimer stehen. Und jetzt stecke ich einfach hier diese kleinen Grünstücke in meinen Zapfen rein und fülle mir den im Prinzip auf mit dem kleinen Grünrest hier. Der ist mir noch zu groß, kann ich noch ein bisschen kleiner machen hier. Soll ja die Form von dem Zapfen wieder aufgreifen und nicht zu groß werden. Also du brauchst nur winzig kleine Stücke, die hier überall reinkommen. Du kannst den ringsrum ausschraffieren oder nur obendrauf, so wie du denkst, dass es dir gefällt. Oder je nachdem, was du mit ihm vorhast. Wenn du nämlich den ausschmücken möchtest und später auf einen Teller legen, kannst du dir die Rückseite sparen. Wichtig ist dennoch, dass du hier die Kanten ein bisschen ausdekorierst. Sonst sieht es komisch aus, wenn du von der Seite her auf deinen Zapfenteller zuläufst. So, ich glaube, das reicht mir schon mit dem Grün. Und dann packe ich das alles mal weg. Mache meinen Tisch schön sauber. Ganz wichtig, vor dem nächsten Schritt, den Tisch sauber zu machen. So, jetzt habe ich goldene Moneta-Blätter. Ich könnte ich einfach nur so reinstecken. Oder aber einen ganz kleinen Tropfen Heißklebe dazu machen. Wirklich nicht viel, sonst gibt es immer so viele Klebespuren drin.
So, und dann habe ich ganz kleine Perlen und die schauen wir, dass wir die auch so reinstecken. Schau, die halten auch ohne Heißklebe. Das ist natürlich wesentlich ökologischer, wenn du keine Heißklebe benötigst. Und abgesehen von der Ökologie spart es natürlich auch Zeit. So, diese Drähte, die Drahtenden, die kommen nicht in meinen Kompostmüll, die kommen in den separaten Müll rein. Ah, das will nicht rausgehen, brauchen wir eine Schere. Du siehst, ich nehme immer für Draht eine Drahtschere und für Grün die Rebschere. Hagebutten getrocknet. Und Ingwer. Logischerweise auch getrocknet. Zu kleine Stücke klebe ich an. Weil ich möchte ja nicht, dass sie rausfallen in dem Moment, in dem ich es dekoriere. So, schau, sieht schon fertig aus. Aber ich mache noch das ganz letzte Finish, ein Bouillonfaden. Den mache ich als silbernen Glanz. Ich meine natürlich Gold. Ich habe einen goldenen Faden als goldenen Schimmer noch über alles oben drüber. Das Ende verzwirre ich mit dem Beginn, damit es mir schön festhält. Nehme ich ein schon gewickeltes und verschraube mir den. So. Jetzt lege ich es einfach hier auf diesen Teller drauf. Vielleicht mache ich ihm ein kleines Moosbett unten drunter. Bisschen von diesem wunderschönen Obtusa Nana Gracilis Grün. Zweige mit der Drahtschere abschneiden. Ich meine natürlich Zweige mit der Gartenschere abschneiden. Logisch. Und dann kommt hier noch so ein bisschen restliche, übrig gebliebene Deko obendrauf. Moneta-Blätter, Ingwer. Könntest du auch ein bisschen Zimt mit drauf streuen oder Nelken, Gewürznelken. Und schon sieht's festlich
und schön aus auf den Tisch. Ein paar Minuten hat es gedauert und ich freue mich, wenn du auch weiterhin dabei bist. Es gibt immer wieder welche Filmchen in YouTube, aber ich habe einen ganzen Online-Kurs für dich gemacht, wo du richtig lernen kannst, wie geht Floristik.